Da sind sie aber schon tot. So, und jetzt geht's rein in die Ruine. Machen wir ein bisschen hier auf einen auf Indiana Jones. Hui. Aber wie komme ich da hoch? Da unten ist Gift, da gehen wir aber nicht rein. Da? Ah, oh, okay. Irgendwie ist das hier komisch. Ja, ich check das gerade nicht. Wo geht's denn jetzt hier hin? Wieso kann ich da das Ding? Ah, jetzt habe ich. Hä? Wie soll's denn hier weitergehen, verdammte Scheiße? Da hinten ist so ein Auge, aber damit kann ich nichts machen. Ich kann ja oben die Fledermäuse vertreiben. Ja, kann ich, aber das kriegt man nicht weiter. Hä? Also darunter gehen wir definitiv nicht, dann sterben wir. Das ist nicht so von Vorteil. Ja, hier kann ich auf jeden Fall nichts. Ah, ich kann hier drauf. Was muss einem auch meiner sagen, ey? So. Na, schießt das Ding kaputt. Alles klar. So. Dann erkunden wir mal hier die Pyramide. Machen die mal sauber. Da sind Giftschwärme. Giftschwärme, Quatsch, Mückenschwärme. Die gibt's auch in dem anderen Kommando schon. Ja, okay, dann machen wir hier die. Dann machen wir die Waffe, laden wir da mal wieder auf. So, da war dann noch einer, oder? Es waren noch zwei Schwärme. Was ist das denn? Ja, super, ich sehe gar nicht. Ich sehe gar nicht genau, was das ist. Na super, da war jetzt so klar, dass ich da oben auf die Dinger klick. Aber ich komme nicht weiter hoch. Komm, geh kaputt da oben. Alter, was ist das für ein Teil? Geht gar nicht kaputt. Oh, ich da am Arsch. Ja, man muss es aber zerstören. So, jetzt ist er zerstört. Meine Freunde. Jetzt bin ich mal gespannt. Wow. Jetzt bin ich mal gespannt, wer hier der Endgegner ist. Irgendein Pharao oder so. Wäre eigentlich ganz witzig. So, shoot. Da unten hole ich noch mit. Ein paar mehr Punkte. Sind zwar unnötig, weil eigentlich interessieren mich die Punkte nicht. Na, klasse. Alter, was ist das denn hier, ey? Wie soll ich denn da durchkommen? Da oben irgendwo hinschießen? Das sieht man aber gar nicht. Ja, da drauf komme ich nicht. Ah, die Kette einfach nur durchschießen. Okay. Immer noch können gleich sagen. Ach, der verfickte Sniper. Ja, super. Bevor ich aber zu dem Sniper komme, muss ich das Ding da erstmal erledigen. Ah, sehr schön. So, und jetzt kann ich auch den Sniper killen. Einwandfrei. Jetzt erstmal wieder da die Mücken, die geilen. Da nicht rein. So, und hier geht's weiter. Einwandfrei. Hallo, hab doch durchgeschossen. Hä? Wie viel hatten denn die Ketten da aus, ey? Hä? Wer war denn das? Komisch. So, ach Moment, da könnten wir eigentlich auch die Waffe benutzen. Ach, mit der geht's sogar sofort. Sieh meine an. Oh, WTF. Na, komm, kill den Sniper, sehr schön. Oh, der ist gar nicht tot. Warum? Hä? Warum wurde da angezeigt? Hä? Ah, jetzt ist er tot. Hä? Ich habe irgendwie gedacht, der wäre tot gewesen vorher. So. Schießen wir hier die Wand kaputt mit unserer Laserstrahlen-Frequenzwellen-Sendemaschine. Sehr schön. Wir können wieder Munition nachladen. Also wieder die da. Und dann schieße ich auch mal wieder weiter mit der. Darum. Eigentlich ganz praktisch. Wow. Sie ist nicht so stark, wie man meint, diese Waffe hier. Boah, scheiße. Aber sie ist dann doch noch ganz okay. Oh, scheiße, aber da komme ich nicht. Da komme ich nicht hin. Ah, nee, da kann, wieso, weiß ich gar nicht, wie man da ausweichen soll, ey. Ich frage mich auch gerade, wo der herkam. Ach so, da oben aus dem Loch wahrscheinlich. So, da sind wieder welche. Alter, wie viele Mücken sind hier drin in dieser Ruine, ey. So, und da es hier nochmal so viel gibt. Und wahrscheinlich auch, und ja, auch Munition. Ah, zu essen doch nichts. Gehe ich mal davon aus, dass jetzt der Endgegner kommt. Ah, nee. Nur ein normaler Checkpoint, aber da ist wieder so ein. Zum einen ein Offizier, ja, und das andere war so ein Flammenwerfer-Spast. So, hier wieder alles kaputt. Nochmal Munition. Oh, noch weiter hoch. Oh. Es geht noch weiter hoch. Ja, um Kisten zu zerstören, ist das Ding hier gut. Das zerstört direkt mehrere auf einmal. Oh, wir scheinen aber oben zu sein, oder? Jawoll! Und jetzt kommt wohl der Endboss. WTF. Hä? Das ist der Boss. Oh. Weg wieder. Ja, momentan checke ich jetzt nicht, was hier dran jetzt schwer sein soll.
Einfach nur da reinsitzen und auf das Ding feuern. Huh? Ah, okay, jetzt geht's erst richtig los. Ah, okay. Da wollten sie einem vormachen, wie einfach das doch wäre, und dann danach bekommt man erst... Oh, scheiße, aus Versehen die Waffe gewechselt. Auf das Messer, da kommen wir nicht weit. So. Ja, eigentlich wollte ich noch hier, genau, bei der Dings da bleiben. Ah, scheiße, die schmeißen die ganze Zeit Molotow-Cocktails. Aber ganz schön üble, die explodieren nämlich, anstatt einfach nur Feuer auszulösen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er auch hier in der Hälfte irgendwie nochmal so einen Bonus kriegt oder was. Oder sich verändert, der gute Endboss hier, oder diese Pyramide, Spitze, die fliegen kann. Vom Prinzip her ist es ja eigentlich nur eine Maschine, weil da drin sind ja, ah fuck, nur normale Leute. Zum letzten Mal war da den Karate-Typ, das war ja so ein spezieller Gegner. Aber hier sind es eigentlich normale. Aber ich wechsle jetzt mal hier auf die... Ah, so, die macht, glaube ich, mehr Damage. Na, doch nicht die, die. Die macht hoffentlich mehr Damage, weil wir sind so gut wie im Arsch. Nicht aufpassen. Oh, das war super eng. Oh. Klasse. Und jetzt sind wir gestorben und ich habe keinen Plan, warum es nochmal weiterging. Okay. Das heißt, wenn man den einmal besiegt hat, den Kollegen da oben... Ne, wenn man ihn zweimal besiegt hat, dann kommt er wieder. Müssen wir noch ein drittes Mal besiegen. Na gut, kann ich nicht ändern. Ich guck mal gerade auf die Uhr. 20 Minuten schon. Ja, je nachdem, wie lange ich jetzt brauche. Muss ich das in zwei Parts cutten. So, jetzt kommt da wieder der Kollege. Also, rein da in das geile Ding. Und dann einfach nur draufschießen. Und zum... Ja, ich versuche auch so ein bisschen diesen Kugeln da auszuweichen. So, und dann hoffe ich mal, dass wir das jetzt mit den restlichen drei Leben, die wir noch haben, dass das damit auch schaffen. So, das war die erste Runde. Oh, geil, ich lebe noch. Ah, nice. Ah, okay, ich hatte das Ding... Ah, ich dachte, das Ding wäre automatisch kaputt, also quasi immer kaputt. Wenn man... Ah, nein, ich will doch... Ich wollte nicht raussteigen, ich wollte nur gucken, ob das Ding auch fliegen kann. Ich dachte, das Ding wäre automatisch kaputt, sobald man ihn einmal besiegt, diesen Endboss. Also, sobald man ihn das erste Mal das Leben komplett runtergebracht hat. Aber das war beim letzten Mal nur kaputt, weil ich so doof war. So, jetzt ist aber echt kaputt. Und jetzt kämpft man nur gegen den Kopf. Auch geil. Der sieht aber awesome aus hier. So ein Pyramidenkopf da. Ja, wir machen auch schon ganz okay einen Schaden. Ich wechsle jetzt mal hier auf die Waffen. Weil mit denen können wir die Raketen, die da immer angeflogen kommen, auch noch killen. Wenn das gelingt. In diesem Fall gelingt. Sehr schön. So, und dann versuche ich dir mal hier ordentlich Damage zu bereiten. Scheiße, da kam gerade nochmal irgendeine Rakete auf mich zu. Die habe ich nicht erwischt. Ja, so. Oder wir machen es so. Ich schieße die ganze Zeit... Ah, fuck. Ja, das war jetzt dumm. Ich schieße die ganze Zeit mit Raketen auf ihn. Ich hoffe jetzt mal... Nein! Ah, fuck. Okay. Das war nix. Oh, er war fast kaputt. Scheiße. So, zwei Versuche habe ich noch. So, hier lade ich auf. Na komm, okay, kaputt. So, perfekt. Und jetzt geht's wieder an den Endboss. So, ab hier rein. Und dann probieren wir es nochmal auf ein neues. Ich möchte das ganze Level nochmal machen. Boah. Ja, also ich versuche es nochmal möglich, hier überall auszuweichen. Dass ich das Ding beim nächsten Mal immer noch hab. Wenn man ihn das zweite Mal besiegen muss. So, jawohl, haben wir noch. Dann gehen wir jetzt hier Vollgas. Versuchen, keinen Molotow-Cocktail abzubekommen. Und dann müssen wir noch den Kopf besiegen. Oh, scheiße, den Kopf der Bande. Auch wenn ich mich frage, wo der Kopf dann auf einmal herkommt. Dieser Kopf der Pyramide, scheiße, jetzt ist es schon kaputt. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen hier mit unserem komischen Feuerring-Teil da Damage verursachen. So. Und jetzt wechsle ich hier rauf. Geht kaputt, die Raketen. Ja, super, jetzt kommen die Raketen gleich von irgendwo unten, oder? Ah, ne, ich habe sie scheinbar doch alle zerstört. So, bam, bam, bam. Fest, fett draufhalten auf den Kollegen. Da ist er weg. Es lohnt sich nicht. So, die Raketen zerstören. Und dann... Oh, falsche Waffe. Ah, egal. Fuck.
fuck, das hat enorm abgezogen. Ja, man darf eben einfach nicht von den Raketen erwischt werden, das ist ein No-Go. Weil die ziehen so viel ab, die Dinger. Also versuche ich die ganze Zeit hier drauf zu halten mit den... Oh, nein, eine Rakete hat es überlebt und irgendwie habe ich auch was abgekriegt. Wow, fuck! Wo kommen die denn jetzt her, Alter? Wow. Nein, Alter, der hatte schon wieder nur so wenig. Oh, letzter Versuch, na super, ey. Scheiße da. Ah, komm. Oh, reg mich das auf. So. Die will ich nachladen. So. Unser letzter Versuch, meine Damen und Herren. Gegen diesen scheiß Endboss da. Wenn nicht, dann muss ich die ganze Mission wieder spielen. Da freue ich mich schon drauf. So. Aber die würde ich dann nicht wieder aufnehmen. Also, ich würde dann nur den Endboss nochmal in die Aufnahme reinpacken. Und den Rest nicht. Auch nochmal extra. Alter, ich schieße im Moment hier fett mit den Kugeln rum. Aber letztes Mal nicht so viel. Ich hoffe, dass ich jetzt noch möglichst lange hier möglichst viel Damage machen kann. Komm. Das Bild, dass ich jetzt selbst keine Lebensanzeige habe von dem Ding hier. Von dem, von meinem Teil. Dann weiß jetzt gar nicht, wie lange habe ich das noch. Wie lange hält das noch durch. Und bla. Aber es hat ja... Oh, reicht sogar... Ah, jetzt schon nicht mehr. Scheiße. So, und jetzt schnell... Ja, klasse! Ich konnte gar nicht... Oh, ich komme hier gar nicht zum Wechseln! Ah, oh, super! Das schaffen wir auf keinen Fall! Ah, fuck! Jetzt kommt der Arsch hier mit, seinen blöden Angriffen, bevor ich die Waffe draußen hatte. Ah, oh, BTF, boah! Huh! Ja, wir haben jetzt beide ungefähr die Hälfte des Lebens. Wow! Und ich habe zum Glück gerade irgendwie, keine Ahnung wie... Ja, der trifft ihn nicht. Munitionsnachschub bekommen. Oh, Mann! Das ist unmöglich, da die Raketen zu treffen, die einen, die, wenn die von unten kommen, ey. Komm, der hat so gut wie nichts mehr. Komm her! Nein, jetzt ist die Waffe leer gewesen. So. Jetzt mit der hier. Boah, verteidigen. Komm! Komm, der hat so gut wie nichts mehr. Ach, gut, der muss doch. Jetzt muss aber drauf gehen. Ja, jawohl. Ah. War das eng, Leute. Mit dem letzten Leben. Und wir hatten auch wirklich nicht mehr viel hier. Mission complete. Sehr schön. So muss das sein. Ja, Mission 4. Unter Wasser. Nett. Aber die machen wir erst beim nächsten Mal. Das war es erstmal wieder mit Let's Play Commando 3. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Bleibt dran. Tschüss.